Yo Freunde, was geht? Bei mir im Shop sind wieder viele Klamotten für euch verfügbar. Beispielsweise das Glow in the Dark T-Shirt mit dem Controller im Hintergrund auf entspannter Rino. In allen Größen wieder für euch verfügbar, unter anderem auch das T-Shirt mit dem Feuerlogo oder auch der Klassiker himself, das Longsleeve mit dem Get On My Level Schriftzug auf dem Rücken. Ein schöner Rücken kann entzücken und das Ganze findet ihr, Digga, ich sehe ein bisschen dulli aus mit der Cap. Das Ganze findet ihr auf montanablack.de. G steht für gönnen, gerne auschecken. Let's go. Hat Papa Platte, die alte Drecksau, wirklich in Promi-Dinner meinen legendären Nudelauflauf gekocht? Geil, Digga. Weiter geht's. Ach, hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich stand gerade da drin und ich so, ich kenne dich. Ich bin gerade dabei, die Anmoderation zu machen. Wir sind gerade da. Oh, bist du außer Atem? Ja. Hattest du gerade noch ein erotisches Sachen? Ich bin gerade durch den ganzen Bierkönig gelaufen. Wirklich? Bier, ja. Oh nein, und jetzt, ja. Was erwartest du? Einen Kuss? Da ist er doch, Mensch. Ich wollte gerade starten mit der Anmoderation. Ich fange mal kurz an, warte mal eine Sekunde. Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier mal wieder an der Playa de Palma, der Hausmeister. Marc Eggers steht mal wieder hier mitten auf der schicken Straße. Und ich werde heute mal die Damen fragen, wie treu seid ihr denn hier an der Playa? Besser kann eine Umfrage ja gar nicht starten. Aber Moment, wer ist bei mir hinter der Kamera? Carsten. Carsten hinter der Kamera und der heutige Sponsor ist Lootboy. Kommen wir später nochmal zu. Und wir fangen jetzt mal an. Hast du abonniert? Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, Digga, dass ich bei Lootboy immer Shitstorm bekomme. Das ist so lächerlich. Naja. Ich hoffe, ihr habt auch abonniert und ich hoffe, ihr habt jetzt dem Video schon einen Daumen nach oben gegeben. Und jetzt? Ja, und jetzt können wir überlegen, was wir machen. Entweder breche ich jetzt ab, wir gehen zu mir oder ich drehe noch weiter und dann treffen wir uns später. In welchem Hotel bist du? Wie treu sind die Frauen hier an der Playa? Was glaubst du? Hey, meine Freundin war vor 3 Wochen hier. Jetzt ist Schluss. Und ich hoffe, sie sieht das Video. Ich liebe meine Freundin und ich glaube, meine Freundin liebt auch mich. Gut, dass du es glaubst. Ich hoffe es auch, Alter. Sie ist die Beste. Und jetzt noch einmal für die Kamera. Clara, ich liebe dich. Lara, ich dich auch. Wie treu sind... Das ist süß gewesen. Der Spruch von Marc danach, ja, ist ein Humor, Digga, aber es war sehr süß von ihm. Denn Frauen hier am Ballermann? Ich glaube nicht treu. Du schließt von dir auf andere. Aha, der Papa ist auch dabei. Genau, der Papa ist auch dabei. Ja, aber auch mal aufpassen auf die Tochter. Nein, die ist ja alt genug. Wie alt ist sie denn? Ja, 20. Du bist wirklich der Papa, ne? Ja, klar. Wer ist denn hier, wer geht... Die steht auch da. Ja, aber die Mutter ist ja... Da bist du ja dran. Ah ja, klar. Wer geht eher fremd, Männer oder Frauen? Keine Ahnung, meistens die Frauen. Ich bin froh, dass die Mann... Aber Bruder, vielleicht hat er es auch nicht verstanden, aber seine Tochter ist doch nicht alt genug, um fremd zu gehen. Ich bleib dabei, jeder Mensch, der fremd geht, und da zählt auch nicht die Ausrede, oh, meine Frau ist gerade krank und die darf keinen Sex haben, whatever. Jeder, der fremd geht, egal in welchem Kontext, ist menschlich gesehen, Brudi, absolut menschlich gesehen, Schmutz, Digga. Schmutz. Und jetzt kommt mir nicht mit jedem, es ist sein gutes Recht, fremd zu gehen. Schmutz, Digga, diesen hier. Mama weg ist. Nee. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Familienurlaub. Papa, geht mal ein Stück weg. Ich rede kurz mit der Tochter alleine. Also, du bist ein treuer... Oh. Mädels. Oh, ihr arbeitet für den Megapark? Nee. Seine Freundin ist alles andere als treu. Bro, trendig. Stabiler Typ. Kapitän sogar. Such dir eine andere. Nein. Die ist toll. Nee, die, Bro. Die ist wirklich toll. Guck mal. So sieht ein gefallener Bruder aus. Da müssen wir auch mal zusammenhalten. Scheiße, Alter. Wir haben ihn schon mal erwischt, als er... Als seine Freundin... Und jetzt du mal ganz alleine. Warte kurz. Ich hoffe, es riecht nicht. Riecht das? Nee, ne? Riecht das Mikrofon? Riecht mal? Nein. Riechst du? Riecht nicht. Mein Mikrofon duftet leicht nach Arsch. Grüße an Micky. Riecht nach Zwiebel hier, ne? Ja. Weil du hast heute gar nichts mehr vor. Deshalb bist du auch treu. Ich bestelle mir Zwiebel und Knoblauch und deswegen bin ich auch nicht mehr treu. Ja, nimm die Banane. Hast du einen Freund? Ja. Wo ist er denn? Der ist in Deutschland. Aber sitzt da neben 5 andere? Ja, weil ich mir ein bisschen Zwiebel und Knoblauch anschraube. Ah, und dann hoffst du, dass das die anderen beiden abschreckt. Mhm. Dann sage ich, steck dir mal den Döner noch zwischen die Beine. Du hast gerade gesagt, du wirst oft mit mir verwechselt. Ja, weil ich auch so innerhalb von 1,5 Monaten so einen dicken Bauch bekommen habe wie unser Marc, ne? Aber ja, wir machen es mit dem Charme wieder weg. Ich will eine Sache sagen. Gerne. Wir waren zu Hause und es war so, Marc Eggers, komm, wir gucken seine Videos an, weil war mein Typ. Sag, Schatz, guck, der sieht aus wie ich. Marc Eggers ist einfach mal ein heißer Hund. Er ist mal ganz, ganz präsent unterwegs, ne? Hä? Applaudiert doch mal für euren Bruder hier. So. Ach so. Jetzt sehe ich das erst. Deine Frau ist doch mit dabei. Ja, ach so, deshalb machst du solche Töne hier. Ja, dann gebt euch doch mal einen Schmatzi, ihr beiden süßen Mäuse. Nein, du bist schön anzuschauen, muss ich sagen. Top. Du bist auch schön anzuschauen. Da meine ich deine Freundin. Oh. Nein. Diese Brille, jetzt wirklich. Mach mich schlau. Mach dich schlau. Komm ran, ich will dich nicht ausschützen. Komm mal ran. Ein bisschen. Das ist aber nett. Ey, du bist eine Augenweide. Nee, wirklich jetzt.
innere Schönheit. Jetzt auf, hör jetzt auf. Also ich spreche jetzt mal von mir. Ja. Ich bin treu. Du hast einen Freund? Ich habe einen Freund seit fast 5 Jahren. Ich bin hier, um mit meinen Girls Fun zu haben. Ich sage jetzt nicht, ich lasse mich nicht gerne anquatschen, ich finde es cool. Ich habe gerne coole Unterhaltungen, ich habe einen Freund zu Hause, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich habe eine Freundin und ich bin treu. Sind Frauen treu hier am Ballermann? Nein, Männer schon. Ich bin treu. Immer. Sind die Frauen auch treu? Bei mir wahrscheinlich nicht. Du bist auch verliebt. Digga, der Arme, Alter. Ja. Okay, und auch treu? Ja. Ja, aber ich bin einfach der Meinung, dass hier viel Scheiße gebaut wird. Also, aber nicht von dir? Nee, von mir nicht. Auch nicht ohne Brille? Auch nicht ohne Brille. Mit Brille nicht und ohne Brille nicht. Wie treu bist du denn im Urlaub? Sehr treu. Sehr treu? Mein Freund sitzt zu Hause. Vermisst du ihn gerade? Sehr. Dann sag ihm das, der guckt das bestimmt. Ja, ich vermisse ihn sehr. Wirklich. Ich glaube, das hat er bis nach Hause gespürt. Also ich könnte heulen gerade. Bist du treu im Urlaub? Ja, selbstverständlich. Also mein Motto ist kein Sex vor der Ehe. Wenn ich eine Freundin hätte, no joke, da würde ich doch mit denen in Urlaub fahren. Ja, wir fahren auch nochmal in Urlaub, aber halt nicht zum Ballermann. Wohin geht's dann? Thailand. Und nach Thailand? Der steht auf Ladyboys? Wie heißen die? Ping-Pong. Machst du das, Ping-Pong? Ich? Kannst du gut Ping-Pong spielen? Du hattest schon wilde Nächte, ne? Nee, wilde Nächte noch nicht, nee. Wie? Ist zu anstrengend. Du kannst ja auch einfach unten liegen. Seestern und so, okay. Ja, aber kannst du auch machen. Lass ihn doch die Arbeit machen, musst ja nicht immer reiten. Stehst du auf große Männer? Ja. Guck mal hoch. Ey, was ist mit Justus? Where you from? Norway. Norway? Norway. Aha, and you? Norway. No way? Yeah. Was heißt das auf Englisch? Wait a minute, my translator. Jens ist so, Hydro so. Ja, ja, ja. We're single. What is your type of boy? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tall, dark and handsome. Hier, da ist er. Tall, dark and handsome. Ah, bis jetzt eher so Moistimeier-Video, Digga, finde ich. Sind Männer treu im Urlaub? Nein. Sind Frauen treu? Ja. Hast du einen Freund? Ja. Ich nicht. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Und meine Puffmama heißt Laila. Ron? Oh. Ja. Ich will auch heute mal so ein bisschen Bildung mit auf den Weg geben. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also Verhütung ist auf jeden Fall wichtig. Nee, aber du hast Spaß am Sex, ne? Ja, klar. Du bist eine sympathische, so eine knuffige. Knuffig? Ja, ich sag Bescheid, ich schau echt gerne zu, ohne Witz. Nee, wirklich. Ich schau gerne zu, sagt er. Ja, okay. Ja, ich lieb das. Das Zuschauen ist voll mein Ding. Das ist Pizza und Pasta. So heißen die beiden? Pizza, Pasta. Jetzt also, kriege ich auch gerade Hunger auf eine Currywurst. Ich hätte da gar kein Geld für, deswegen ist das alles angegessen. Gehen wir heute Abend Pizza und Pasta essen. Pasta essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich bring die Soße mit. Okay. Wie treu sind die Frauen an der Playa? Aber Bruder, das Video gefällt mir irgendwie nicht so bis jetzt, Digga, muss ich wirklich sagen. Geht es um mich? Mit meinen Milchtüten oder geht es um dich? Ich habe keine Brüche. Achso. Du bist ja auch augenscheinlich keine Frau. Ja, selten. Ach, auch mal die passive Rolle. Ja. Komm her jetzt. Bro, aber jetzt kein Sniffy bekommen, Digga. Mal ran an die Banane, ne? Bist du Single? Ja, nein. Also ich glaube, die Zuschauer haben es... Perfekt. Gemerkt, wie sehr du ihn gerade vermisst hier im Urlaub. Mhm. Wo geht's hin für euch, Megapark? Zum Tätowierer jetzt erst. Ihr geht zum Tätowierer? Ja. Du tätowierst dir den Namen von deinem Freund? Nein. Ich tätowiere dir einen Mark Eggers. Da freut sich der Freund, ne? Schatz, was ist denn das da für ein Name? Was tätowierst du dir? Das weiß ich auch noch nicht. Ach, einfach spontan. Das ist nach Bauchgefühl. Ja. Ist ja nur ein Tattoo, das ist ja nach einer Woche wieder weg. Ja, genau. Bist du gerade Tattoo im Sommerurlaub eigentlich immer echt eine schlechte Idee, weil erstens darf keine Feuchtigkeit rein, du darfst nicht schwitzen, keine Sonne, keine Ahnung. Also klar, wenn du es zwischen den Arschbacken tätowieren lässt, dann fällt schon mal Punkt Sonne weg. Aber ansonsten eigentlich eher eine schlechte Idee, im Sommerurlaub sich zu tätowieren. Verliebt? Da bahnt sich was an, eine Tinder-Geschichte. Willst du was trinken? Ja. An dieser Stelle wirklich ein dickes, dickes... Ja. Perfekt. Digga, ich wurde früher totgehatet für Lootboy. Voll, auf jeden Fall. Aber wenn mich jemand anspricht, dann finde ich es auch cool, mit jemand anderen so zu sprechen, zu feiern. So. Das ist auch cool. Ach, du bist die Flirtbanane. Ich glaube, ich kann das schon. Aber dein Freund sitzt zu Hause und du machst hier Flirterino. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich mache immer Sprüche, aber du hast den Hübschen geangelt. Hab ich das? Digga, Inscope einfach. Gefunden. Guck mal, ich mache Werbung für dich, Digga. Marc, ich bin mir nicht so sicher. Wie treu sind denn Frauen hier am Ballermann? Oh, gute Frage. Ich glaube nicht ganz so. Ich glaube auch schon, weil er hat Freundin zu Hause. Denkt sie, oh shit. Oh, oh. Ich glaube, was auf dem Ballermann passiert, das bleibt doch auf dem Ballermann. Ja? Ja. Was passiert bei euch noch am Ballermann? Einiges. Einiges? Kannst du auch mit zwei umgehen? Mit zwei Männern? Ja. Könnte ich. Dann haben wir drei heute ein Date. Ich
Bro, ich teile gerne, Digga. Wenn mein Papa das sieht. Hey. Papa, ich bin nicht so einer. Nee, ich bin nicht so cool. Ich kann man nicht interviewen. Nee, du bist aber dafür hübsch. Dankeschön. Wenn man sich da ordentlich einen reintrinkt. Oha! Aber man muss auch mal ehrlich sein bei meinen Videos. Ich kann nicht immer nur lügen. Digga, die war so im Bruch. So respektlos. Kannst du dir? Da kommen wir gleich hinterher. Wir müssen schnell weg. Ja, wir kommen, dann gehen wir schnell zu mir. Komm. Komm, schnell. Du hast auch eine Größe. Ne? Ich bin nicht so eine. Nein, Spaß. Komm, komm, das war super. Ganz viele Eheringe, ganz viele Frauen dazu. Ja. Viele Eheringe und viele Frauen? Ja. Ich weiß gar nicht, wer schöner ist, die Mama oder die... Oha. Scheiern, danke dir für 50 giftete Subs. Kuss, Digga. Besten Dank, Gruß und Kuss. Die Tochter. Willst du rappen kurz? Verarscht mich aber dann. Gula im Naule, Zypion, Wodko, Beluga, die Sorgen vergessen wir mit weißem Puder. Ich guck dich schon sehr lange, mein Bratan. Nikita, unterstrich, unterstrich, 261. Du schneidest immer die unangenehmen Zehen rein. Oh, schneid rein, schneid rein. Ich liebe dich, mein Bruder. Eine Handballmannschaft. Eine Handballmannschaft? Mach mal Handball-Move. Du darfst jetzt Werbung machen für deine Handballmannschaft. TS, super treu. Super treu? Ja. Warum? Weil ich verlobt bin. Wir sind bereit. Ihr seid bereit. Für was bist du bereit? Für... Party, ja! Ja! Wie treu sind die Männer hier an der Playa? 5%. 5%? Ja. Von 6? Von 100. Also, wenn ich von mir aus spreche, dann 110% treu. Du hast einen Freund? Nee, ich habe eine Freundin, würde ich, wenn dann. Freundin? Party, ja! Ja! Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Es gibt sicherlich auch Kaliber, die sich dann doch mal verlocken lassen. Ist die nicht warm unter dieser Pikachu-Mütze dann? Nee, doch. Ach so. Würdest du deine Freundin allein hier an die Playa lassen? Nö. Nee? Nee. Bist du, hast du eine Freundin? Nee. Dürftest du allein an die Playa? Nee, deshalb habe ich ja keine Freundin. Na? Na, da beugst du dich nach vorne. Ja. Nö, für mich ist auch fein. Kannst du Straße umfragen? Ja, ja, ich mache wieder Umfragen. Mit dir? La 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 la. Ich glaube, du solltest Schlagersängerin werden oder mit OnlyFans anfangen. Oh, das habe ich schon öfter gehört. Kein Sex vor der Ehe. Glaube ich dir aufs Wort. Wie treu bist du, Michi? Treu, schon sehr treu. Also irgendwie bei treu muss man sagen, treu, da kann man nicht hier. Nee, komm nicht ran. Hallo, Emily. Hallo. Hi, hier ist der Marc. Kannst du mir mal die Michelle geben, bitte? Ah, die ist gerade, die hat gerade den Mund voll. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde den Song neu aufnehmen. Ich muss mir irgendwie die Genehmigung holen von Andreas Gabriel und dann mache ich eine neue Version. Wie findest du das? Finde ich super. Ja, oder Marc Eggers 2022, Hordi, Jordi, Jordi. Noch nicht so viel, was ich mitbekommen habe, tatsächlich. Wir wurden schon mal gefragt, ob wir das machen würden, aber... Fremdgehen? Ja, Tatsache. Seid ihr vergeben? Ja. Und dann kommen die Männer an und sagen so, yo, Bock mit mir fremd zu gehen? Ja, hast du halt Bock, deinen Freund zu betrügen? Digga, was ist das für ein Quatsch? Ey, wie treu sind denn hier Frauen am Ballermann? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Carla sagt sehr treu. Sehr treu? Das ist Marc Eggers, Sandy. Ich bin Marc Eggers. Was ist dein Bodycount? Wie treu sind die Frauen hier an der Playa? Nicht so treu, glaube ich. Warum? Naja, wir sind auf Malle. Was ist das für ein Argument, Alter? Ey, ich bin treu. Jetzt habt ihr die Schöne vorgeschickt, ne? Ja, das sind die 7 Sünden und sie ist der Coach. Wie, was ist das? Na? Ich will ja nicht, ich will gar nicht. Die Frauen kommen und sie sagt immer, Marc... Digga, wollte ich gerade mit ihm. Na? Ich will ja nicht, ich will gar nicht. Digga. Die Frauen kommen und sie sagt immer, Marc, will ich die Frauen wollen. Was soll ich euch sagen? Ich habe mich mal kurz hingesetzt. Wir sind am Ende dieser wirklich verrückten Straßenumfrage angekommen. Erstmal danke an Lootboy, dass ihr das Ganze hier gesponsert habt, die ganze Reise finanziert und allen drum und dran. Checkt bitte den Code ab. Marc, ja, bekommt hier ein kostenloses Lootpack. An dieser Stelle sage ich einfach nur nochmal danke auch an Carsten. Immer mit mir am Start. Macht das ganze Spektakel immer mit. Danke, Carsten. Mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer danke für den Support. Danke, dass ihr jetzt gerade dem Video noch einen Daumen nach oben gegeben habt, weil ihr wirklich bis zum Schluss geschaut habt. Und ja, wer geht eher fremd hier? Männer oder Frauen? Wie treu sind die Frauen am Ballermann? Ich glaube... Da tut sich nicht viel. Männer und Frauen, beides gleich. Die Leute haben hier Spaß. Muss jeder für sich selber wissen am Ende des Tages. Ja, ich danke euch. Danke jeden Einzelnen, der mit dabei war. Man merkt, ich bin echt kaputt gerade. Ne? Ich bin wirklich geschafft. Jetzt geht's nirgendwo mehr. Es geht ins Bett jetzt. Und dann geht's zu den Idigella Summer Games. Checkt unbedingt auch meinen Zweitkanal aus. Ran an die Banane. Gibt's nämlich noch... Ja, am Ende, also weiß ich, habe ich schon auf jeden Fall bessere Videos von ihm gesehen. Wir leben heute leider in der Zeit, wo irgendwie Fremdgehen was Normales ist, aber... Ich verstehe nicht, warum es was Normales ist, beziehungsweise warum das in irgendeiner Art und Weise cool ist oder so. Egal, ob du im Urlaub bist oder nicht. Aus meiner Sicht, wer fremd geht, Digga, ist menschlich gesehen Abfall. Ganz, ganz, ganz großer Abfall, Digga. Mehr gibt es da eigentlich von mir zu sagen, Digga.